Die Frage von Konterrevolution und Revolution. Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon. Was soll es bedeuten, als Einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten geben. Die meisten denken ja, das ist eine unabhängige Einrichtung des Staates, die amerikanische Notenbank. Ist sie aber gar nicht. Die Fed gehört den amerikanischen Großbanken. Sie ist Eigentum der amerikanischen Großbanken. Deswegen hat das auch so gut geklappt mit den 700 Milliarden Hilfe, die ratzfatz kamen. Die hat sie drucken lassen, die Fed, für ihre Eigner. Das sehen Sie? Der Bock ist der Gärtner. Die Pyromanen sind zum Brandschutzbeauftragten ernannt worden, meine Damen und Herren. Das ist die Situation. Die ist 1913 gegründet worden. Ja, jetzt nicht. Ja, ja. Jetzt hören Sie. Ja, jetzt. Der Gedankengang ist noch nicht zu Ende. Unterbrechen Sie mich nicht. Nicht? Die FED ist 1913 von Präsident Woodrow Wilson gegründet worden, der ein paar Jahre später öffentlich zugegeben hat, ich habe unwissentlich mein eigenes Land ruiniert, indem ich eine große Industrienation ihrem eigenen Kreditwesen unterstellt habe. Nicht? Und der Charles Lindbergh Senior, der größte und berühmteste Widersacher der FED, der hat im Kongress gesagt, das ist das größte Kartell, das die Menschheitsgeschichte auf Erden je gesehen hat. Und dieses Kartell wird Inflation erzeugen, wann immer es Inflation wünscht. Nicht? Und Sie können glücklich sein, Sie dürfen dabei sein. Jetzt ist es wieder soweit. Sie arbeiten an der nächsten großen Inflation, aber es stimmt nur in den USA. Das können Sie den Ihnen vertrauten Experten ruhig glauben, meine Damen und Herren. Wieder Geld ein. Und wo leider sich's? Wo hat der Staat eigentlich die Schulden? Ich kann es Ihnen sagen. Bei der Bank. Der Staat macht's wie wir. Er geht zur Bank. Zwei Drittel der Staatsschulden sind bei Kreditinstituten. Also wird der Steinbrück auch jetzt wieder zu den Banken hinrennen. Ist auch komisch, gell? Erst schenkt der Staat den Banken ein Geld, um sich danach wieder teuer auszuleihen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber in meinen Ohren klingt es nach einem möglicherweise ungünstigen Geschäft. Die Rockefellers, die Morgans, die Warburgs, die Rothschilds. Und im frühen 20. Jahrhundert versuchten sie es ein weiteres Mal, Gesetze durchzubekommen, die die Schaffung einer Zentralbank ermöglichen würden. 1910 wurde ein geheimes Treffen auf einem Landgut J.P. Morgans auf Jekyll Island vor der Küste Georgias abgehalten. Dort wurde der Zentralbank-Gesetzesentwurf, genannt Federal Reserve Act, geschrieben. Dieses Gesetz wurde von Bankiers geschrieben, nicht von Gesetzgebern. Nachdem der Gesetzesentwurf fertig war, wurde er ihrem politischen Frontmann Nelson Aldrich übergeben, damit dieser ihn durch den Kongress drückt. Unter politischer Schirmherrschaft der Bankiers wurde Woodrow Wilson 1913 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Austausch für die Unterstützung seiner Präsidentschaftskampagne hatte er bereits vorab den Federal Reserve Act unterschrieben. Und zwei Tage vor Weihnachten, als die meisten Kongressabgeordneten schon zu Hause bei ihren Familien waren, wurde der Federal Reserve Act verabschiedet und Wilson machte ihn zu geltendem Recht. Er schrieb später voller Bedauern: Der Kongressabgeordnete Lewis McFadden sprach nach der Verabschiedung des Gesetzes ebenfalls die Wahrheit aus. Hier wurde ein Weltbankensystem erschaffen, ein durch internationale Bankiers kontrollierter Superstaat. Sie arbeiten zusammen, um die Welt nach ihrem Belieben zu versklaven. Die Fed hat sich widerrechtlich der Regierung bemächtigt. Die IBBC ist eine Bank. Deren Ziel ist es nicht, den Konflikt zu kontrollieren. Die wollen die Schulden kontrollieren, die der Konflikt verursacht. Wissen Sie, der eigentliche Wert eines Konflikts, der wahre Wert, liegt in den Schulden, die er verursacht. Wer die kontrolliert, kontrolliert schlichtweg alles. Sie finden das beunruhigend, ja? Aber darin liegt das wahre Wesen des Bankgewerbes. Man will uns, egal ob als Länder oder als Individuen, zu Sklaven der Schulden machen. Man will uns, egal ob als Länder als Individuen zu Sklaven der Schulden machen. Die
Bundesrepublik Deutschland macht jeden Tag 383.529.600 € Schulden. Bis heute ist der Schuldenberg auf satte 1,6 Billionen Euro angewachsen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Pro Kopf hat jeder Einwohner der Bundesrepublik Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt also 19.633 € Schulden. Wobei diese Zahl schon wieder veraltet ist, weil sie jede Sekunde weiter ansteigt. Banken, Profiteure der Verschuldung. Für jeden Kredit kassieren sie Zinsen und Provisionen, jedes Jahr zig Milliarden Euro. Ein Bombengeschäft und ganz diskret abgewickelt. Kein Wunder, dass die Liste der Gläubigerbanken nicht unbedingt an die Öffentlichkeit soll. Denn ihnen gehört Deutschland. Ganz oben die Deutsche Bank, dann Morgan Stanley, Dresdner Bank, Merrill Lynch. Die Crème de la Crème der internationalen Hochfinanz. Kreditsummen und Zinsgewinne werden gehandelt wie Staatsgeheimnisse, Interviewanfragen zwecklos. Die Deutsche Bank, kein Kommentar. Die Dresdner Bank, kein Kommentar. Die Commerzbank, kein Kommentar. Die Banken kassieren, Eichel zahlt, der Steuerzahler haftet. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Zahlen auch nichts zurück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um den alten abzulösen. Sich was zusammen. Aber wir müssen das große Bild sehen. Wir haben ein System, ein Zinssystem, ein Schuldsystem geschaffen, das aus einer Anlage heraus langfristig so nicht funktionieren kann. Daran sind sich eigentlich alle Protagonisten einig. Von Beginn an hat unser System, so wie wir es aufgestellt haben, unser Finanzsystem eine Halbwertszeit. Das hat eine begrenzte Lebensdauer. Und das ist jetzt interessant, dass ein Vertreter des Geldes sozusagen akzeptiert. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch? Und wir sind in einer sehr, sehr späten Phase dieses Systems, das seit vielen Jahrzehnten funktioniert. Und die Verschuldung geht dramatisch nach oben, exponentiell nach oben. Und diese Verschuldung, diese Zinsen müssen ja von irgendwem aufgebracht werden. Von den Bürgern, von den Menschen, die es erarbeiten müssen. Und das wird immer mehr, immer steiler. Die Leute müssen immer mehr Gas geben, immer mehr kriegen sie abgeschnitten für diese Zinsen. Bis sie irgendwann das nicht mehr tragen können und sagen, so, jetzt gehen wir auf die Straßen. Und dann wird das System resettet. Das heißt, die Schulden werden neu verhandelt. Ob es über einen Haircut ist, ob es über eine komplette Neuverhandlung der Schulden ist, das ist ein ganz anderes Thema. Herr Müller, lassen Sie uns einmal, wo Sie gerade sozusagen jetzt das ganz Prinzipielle ansprechen, erklären Sie uns einmal, wie sozusagen unser Geldsystem, nenne ich es jetzt einfach mal, wie das aufgebaut ist. Wie funktioniert das? Stichwort Josef Pfennig. Der Josef Pfennig ist eine interessante Geschichte, weil sie am einfachsten das Problem darstellt, das Zinseszinssystem darstellt. Es vereinfacht sehr stark, aber es zeigt das Problem am einfachsten. Wenn Josef für seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren einen einzigen Eurocent, so es ihm damals schon gegeben hätte, angelegt hätte, sagen wir mal, bei der Sparkasse von Judäa, hätte gut verhandelt und hätte 5% Zinsen auf sein Sparbuch bekommen. Das wäre verschollen gegangen und würde heute hier in Hamburg im Keller irgendwo gefunden werden. Und sie würden das zur Sparkasse Hamburg bringen, ohne für die Werbung machen zu wollen. Und sie lassen sich die Zinsen nachtragen. Dann machen wir eine Frage ins Publikum. Wie viel Zinsen, wie viel Geld würde Ihnen da zur Verfügung stehen, meine Damen und Herren? 295 Milliarden Weltkugeln aus purem Gold. Sie können auch ein paar 880.000 Sonnen und ein paar Monde, je nach Wechselkurs, je nachdem, was Ihnen lieber ist. Kurzum, ein schlichter Wahnsinn. Dieses Zinseszinssystem, Geld, das sich exponentielles Wachstum nennen. Das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten. Nämlich als man sie noch als Geldverleiher bezeichnet hat, ein dreckiges Handwerk, das ein ehrbarer Christ nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner und die Nonnenmacher dieses Landes bei Hofe noch den Dienstboteneingang nehmen mussten, statt als Dudesfreund der Herrscherin an der Tafel zu sitzen. Das dürfen sie nämlich erst, seit sie Kaisern und Königen Wahlkämpfe finanzieren und dafür das Monopol auf den Silbertaler gefordert haben und bekommen haben. Wäre die Kanzlerin wirklich opportun gegenüber ihrem Volk, dann verlöre sie die Gunst der Geldverleiher. Ihre Macht ist nur geliehen, meine Damen und Herren. Dass Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gekürt wurde, ist eine Farce. Sie ist noch nicht einmal die mächtigste Frau im eigenen Land. Dass die Zeitungen jetzt schreiben, Ursula von der Leyen ist die zweitmächtigste Frau in Deutschland, ist eine Vertölpelung, Verdummbeutelung von Ihnen. Und zwar eine bewusste der Presse, die es schreibt. Die mächtigsten beiden Frauen in diesem Land sind Liz Mohn und Friede Springer. Bertelsmann und Bild-Konzern. Die Bild-Zeitung, die den Analphabetismus dieses Land ergreift, ja schon im Namen trägt, nicht wahr? Bertelsmann und Bild, die lautstarken Herolde eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Eine Handbewegung von Friede Springer genügt.
Und die Lohnschreiber werden die Kanzlerin endgültig vom Thron holen und werfen sie ihrer eigenen Partei zum Fraß vor. Vielleicht erleben wir es schon demnächst. Die wahrhaft Mächtigen sind gewiss, dass sie die Gunst des Volkes schon verloren haben. Das macht die Kanzlerin so wertvoll. Denn solange sie die Gunst des Volkes hat, solange wird sie gebraucht. Aber nur solange sie die Gunst der Macht hat, wird sie es tun können. Eine Symbiose nennt man das in der Biologie. Aber wenn es zulasten des Wirtstiers geht, nennt man es eine parasitäre Symbiose. Und das Wirtstier, das sind bedauerlicherweise wir.